Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute Detektive. Wir müssen einen richtig coolen Fall lösen, den wir gleich gesagt bekommen. Und ich bin richtig gespannt, was wir machen müssen. Und wer ist das denn hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat die Map erstellt. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Oh, das kann sein. Aufpassen. Guck mal. Ah, lass das. Okay, sorry. Oh, was geht schon los? Guck mal, wir haben so eine Pfeife. Guck mal, ah, wie gut ist das denn? Das ist ja lustig. Warte mal, gib mir mal deine Pfeife, bitte. Ja, bitteschön. Und jetzt guck mal, ich habe zwei Stück. Oh nein. Und bitteschön. Dankeschön. Aber Moment mal, Carter. Ist das hier unser Häuschen? Oh, geht's hier weiter? Oh, das kann gut sein. Oh, ich kann hier nicht rein. Och, Mann. Okay, aber warte mal, hier steht wer. Hallo, wer bist du denn? Darf ich mit dir reden? Oh, ich kann mit ihm reden. Er heißt Dr. Zero. Oh, ich kann, naja, mit ihm was handeln. 15 Fäden gegen 1 Smaragd. Oh, good morning. Oh, good morning, Dr. Zero. What do the morning newspapers write? Oh, also wir fragen, naja, was in der Zeitung steht. Und in der Zeitung steht, dass alles gut ist. Aber dass hier die Kriminalitätsrate so ein bisschen höher geworden ist. Der Dr. Zero sagt auch zu uns, naja, dass wir einen Brief bekommen haben von einem Lucas Maureen. Und wir sollen zu diesem Manor Garten, also zu irgendeinem Garten gehen. Aber wir sollen auch erstmal ein Schlückchen Kaffee trinken und Tee. Also, nom 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 nom. Sehr gut. Okay, warte mal. Wie kommen wir denn da hin? Und warte mal, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, wir sind jetzt in dem Garten und anscheinend ist hier irgendwas passiert. Und warte mal, guck mal, der hat ja eine lustige Nase und eine lustige Brille. Hallo. Oh, wir müssen wieder zu diesem Dr. Maureen. Warte mal, bist du der Dr. Maureen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Bist du der Dr. Maureen? Oh, Mr. Halipri, it's good that you came. I already thought that you would give up the case. Und wir werden noch niemals einen Fall aufgeben. Nein. Okay, wir haben ja jetzt mit dem Doktor hier geredet. Und er hat uns erzählt, dass der Mr. Hugo irgendwie ermordet wurde oder sowas. Und wir haben dann halt natürlich erstmal gefragt, ob er ihn überhaupt gefunden hat. Aber er wurde halt von einem Gärtner gefunden. Und er wollte irgendwie Karten spielen. Deswegen haben wir auch hier dieses Karten-Blatt bekommen. Und was machst du denn da? Ich blanche ein bisschen. Nein! Auf jeden Fall müssen wir zu diesem Manor House. Das ist dann anscheinend dieses Haus vom Sir Hugo. Und, naja, der wollte halt mit jemandem Karten spielen und mal schauen, naja, vielleicht hat das ja irgendwie was mit dem Mord von ihm zu tun. Oh, das kann sein. Und schau dir das hier mal an, Carter. Hier ist noch ein bisschen Blut und ich glaube, das ist die Harke von dem Gärtner. Oh, oh. Oh, stimmt. Ja, der hat ihn halt gefunden. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Haus und schauen mal, naja, was es halt mit den Karten auf sich hat. Ja, das stimmt. Okay, jetzt sind wir hier am Haus von dem Mr. Hugo, schätze ich mal. Und schau mal, hier ist direkt, ich glaube, es ist der Gärtner. Oh, das ist wirklich der Gärtner. Guck mal, der hat sogar eine Schere in der Hand. Oh, stimmt. Hallo, Gärtner. Und warte, Carter. Wir müssen jetzt unbedingt mit ihm reden, was der dazu zu sagen hat. Oh ja, stimmt. Hallo. Okay, wir haben jetzt mit dem Gärtner geredet. Sein Name ist Network Green. Voll süß. Und wir haben ihn halt gefragt, naja, ob der Herr Sir Hugo irgendwie öfters Karten gespielt hat. Und er meinte halt, dass er es sehr ernst genommen hat und halt immer mit so einem bestimmten Freund Karten gespielt hat. Und ich glaube tatsächlich, so als Detektiv mit meiner Pfeife, ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun. Oh, das stimmt. Warte mal. Oh, ey! Mal yeah. Sieht aus, als würde es schneien. Okay. Dann schauen wir mal. Naja, was gibt es hier denn noch? Hier gibt es einen schönen Teich, ein paar Knöpfchen. Aber ich glaube, die können wir nicht irgendwie benutzen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, Carter, wir sollten ins Haus reingehen und unbedingt mit dem Koch sprechen. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, warte mal. Dann gehen wir mal rein. So, zack und zack. Bitteschön. Dankeschön. Okay. Der hat ja aber ein richtig schönes Haus, der Sir Hugo. So, warte mal, hier ist nichts. Oh, hier kann man nach oben gehen. Aber warte, ich glaube, ist hier hinten die Küche? Ich glaube, naja, hier ist das Esszimmer. Oh, warte mal, hier ist auf jeden Fall das Esszimmer. Okay, warte mal. Da ist der Koch. Oh, hey, hallo. Wir sind Detektive. Und ich hole ein bisschen Essen raus, weil ich Hunger habe. Oh, ich habe auch ein bisschen Hunger. Kannst du mir auch was geben? Ja, bitteschön. Dankeschön. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt mit dem Koch geredet. Sein Name ist Benjamin Rockmit und er hat uns erzählt, naja, dass er zwei Freunde hatte, dieser Sir Hugo, der halt, naja, irgendwie leider gestorben ist. Und mit denen hat er immer Karten gespielt. Das ist ja einmal der Colonel Hilton und der Dr. Maureen. Also mit denen hat er wirklich sehr gerne Karten gespielt. Und wir haben gesehen, naja, dass der halt irgendwie Rattengift irgendwie dabei hatte. Und es sieht ja gar nicht gut aus. Guck mal, einfach Rattengift. Oh Mann, das ist echt ganz und gar nicht gut. Und warte, Carter, ich habe was in der Kiste entdeckt, als ich das Essen geholt habe. Schau mal da rein. Warte mal. Das ist ein
Messer, aber ich glaube, naja, das ist eine Küche. Ich glaube, das ist normal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist schon ein bisschen komisch. Aber naja, der Koch hat auch gesagt, dass der Mr. Hugo eigentlich alle Angestellten wie Freunde behandelt hat und dass sie auch manchmal Karten gespielt haben. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, der Koch ist unschuldig. Das glaube ich auch. Okay, warte, Carter. Mit wem müssen wir denn als nächstes reden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Am besten laufen wir einfach mal ein bisschen durchs Haus, oder? Das stimmt. Ich glaube, wir müssen mit seiner Frau reden jetzt. Oh, die arme Frau. Okay, warte mal. Finden wir hier wen? Oh, guck mal. Hier können wir auch nochmal zum Koch. Hallo. Hallo, Koch. Warte, vielleicht hat er noch ein bisschen mehr Rattengift hier versteckt. Oh, das kann gut sein. Hier ist Kohle drin und warte, siehst du das hier unten? Ist da noch was versteckt? Nein, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, ich glaube tatsächlich, der Koch ist unschuldig. Und warte mal, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, wir haben eine Schere, eine Eisenhake, Faden, noch mehr Rattengift, okay. Und ganz viele Seeds. Okay, warte, Katha, ich nehme mal alles mit, okay? Oh ja, das ist eine gute Idee. Und dann reden wir als nächstes mit der Frau von Sir Hugo. Oh je, die ist bestimmt richtig traurig. Das stimmt. Aber Carter, warte mal, wo ist die Frau denn? Hier ist nichts und das auch nichts. Vielleicht ist die oben. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Bestimmt ist sie irgendwie im Schlafzimmer oder so. Hallo? Oh, hier sind ganz viele Türen. Oh, warte mal. Oh, hier geht's weiter. Aber ist sie das hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hallo? Hey, ja, anscheinend ist sie das schon. Oh, das ist Scarlett. Ich glaube, das ist nicht seine Frau. Okay, aber wir reden hier trotzdem mal mit Scarlett. Hallo. Ja, hallo, Scarlett. Okay, wir haben jetzt mal mit der Scarlett geredet. Das ist anscheinend doch die Frau von Mr. Hugo. Und sie ist halt wirklich sehr, sehr traurig. Es sind ja wirklich nicht so schöne Dinge passiert in ihrem Leben. Und sie hat uns halt erzählt, dass der Mr. Hugo halt sehr viel gearbeitet hat und sehr viel in seinen Dokumenten halt irgendwie reingeschaut hat. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht die Dokumente finden. Oh, stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. Aber, naja, wo sollen die denn sein? Ich weiß nicht. Guck mal, hier liegt irgendwas. Was? Warte mal. Oh, wir können ja wirklich hier den Schreibtisch durchsuchen. Und warte mal, was steht denn da auf dem Zettel? Oh, beware. Mal. Soon you will die. Oh, der hat wirklich einen Brief bekommen, wo wirklich so eine Morddrohung oder sowas drin steht. Oh, oh, der Arme. Warte mal, hier sind noch mehr Papiere und hier ist ein Tintenbeutel. Okay, okay. Also weiß er auf jeden Fall, naja, dass irgendwas passieren würde. Okay, was gibt's hier noch? Oh, warte, wir können hier den Schrank durchsuchen und warte mal. Oh, guck mal, Carter, wir können hier den Schrank durchsuchen und schau mal, was ich gefunden habe. Ein richtig komisches Parfüm. Warte mal, ich gebe dir das mal. Oh, was ist das? Ja, ich weiß es nicht. Vor allem, das sieht halt ganz anders aus als hier. Und ich meine, die Scarlett hat uns auch halt irgendwie gesagt, dass sie immer dasselbe Parfüm genommen haben. Aber das ist ja komplett anderes. Das stimmt. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Okay, okay. Richtig, richtig seltsam. Mal schauen, vielleicht finden wir ja noch irgendwas in dem Haus. Ja. Hier ist nichts. Hier ist auch leider nichts. Was ist hier? Hier sind ja fast alle Räume leer. Warte mal. Oh, hier ist auch nichts und das auch nichts. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, Carter. Vielleicht müssen wir von seiner Frau das Zimmer noch ein bisschen besser durchsuchen. Vielleicht versteckt sie noch irgendwas. Oh, das kann wirklich sein. Okay, Carter. Ich glaube, hier gibt es nichts Geheimes mehr in ihrem Zimmer. Okay, okay. Am besten gehen wir dann einfach nochmal runter und schauen mal. Vielleicht sagen die anderen ja irgendwas dazu. Oh, das kann sein. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal wieder raus. Und da ist ja auch wieder der Gärtner. Können wir vielleicht ganz raus? Ja, ich glaube, wir müssen wieder zurück zu Dr. Zero, oder? Oh ja, das ist eine gute Idee. Und zack. Und zack. Hallo Dr. Zero, wir waren in dem Haus von Mr. Hugo und wir haben richtig, richtig komische Sachen gefunden. Wir haben Karten gefunden, wir haben Rattengift gefunden und wir haben ein richtig komisches Parfüm gefunden und das Schwert da. Das stimmt, Carter. Warte mal, ich gebe dir nochmal das Parfüm hier, bitteschön. Und guck mal, jetzt können wir entweder zum Bruder gehen oder zu der Farm. Oh, stimmt, das sind die beiden Freunde von Mr. Hugo. Weil mit dem hat er immer Karten gespielt. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Bruder von Mr. Bummington und schauen, was der zu uns zu sagen hat. So, hallo. 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 Ich glaube, das ist der Bruder. Und zack. Hallo, Bruder. Okay, wir haben jetzt mal mit dem Bruder geredet. Der heißt Thomas und der hat uns halt ein bisschen was über seinen Bruder erzählt. Und der meinte halt, dass er auf jeden Fall dieses eine Parfüm sehr stark mochte und dass er eine richtig, richtig große Phobie, naja, gegen Ratten hat und die halt immer, naja, von den Angestellten hat töten lassen. Oh, oh. Mega, mega seltsam. Okay, ich weiß noch gar nicht richtig, was ich von dem halten soll, von dem Bruder. Und wir können uns ja ein bisschen nochmal hier umschauen. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden hier nichts Richtiges finden. Ich glaube auch nicht. Okay, Carter, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zu Dr. Zero. Und dann können wir vielleicht zu dem anderen Freund gehen. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zum anderen Freund. Und dann reden wir mal mit dem. Oh, guck mal, Carter, wie schön der hier wohnt. Und oh, hier sind Schweini. Hallo, Schweinis. Ah, warte mal, wir können sogar rein zu denen. Vielleicht finden wir hier irgendwelche Beweise. Oh, warte, ich habe eine Schaufel gefunden, aber warte mal, kann ich vielleicht neue mit der was schaufeln? Nein, ich weiß nein, es nicht.
Vielleicht steht ja irgendwas drauf. Oh, ich kann damit Kies abbauen. Warte mal. Hier ist Kies. Oh, und das ist eine Kiste und das ist Rattengift. Moment mal, warum liegt denn hier Rattengift? Das ist schon ein bisschen auffällig tatsächlich. Das stimmt, das ist mega komisch. Okay, okay, dann würde ich sagen, wir reden mal mit dem Typen, mit dem Freund. Ja, hallo. Okay, hallo. Okay, wir haben mal mit Colonel geredet und der ist ein bisschen komisch. Er gibt uns wirklich sehr, sehr kurze Antworten nur. Zum Beispiel, ob er die Zeitung gelesen hatte. Er meinte, dass er sie auf jeden Fall gelesen hat. Dann haben wir halt gefragt, ob er sie uns vielleicht geben könnte. Und dann meinte er auf einmal, naja, dass er sie weggeschmissen hat. Und insgesamt, ich weiß nicht so ganz, irgendwie bin ich ein bisschen skeptisch bei dem. Das stimmt, Kater. Und vor allen Dingen, wir haben richtig viel Rattengift gefunden, ja, was er einfach verbuddelt hat. Und guck mal, hier ist auch noch mal eine Kiste und warte mal. Okay, oh! Ich glaube, das ist die Zeitung. Der hat die gar nicht weggeworfen. Oh, tatsächlich. Der hat uns angelogen. Okay, warte mal. Das ist schon komisch, wenn er uns sogar anlügt deswegen. Das stimmt, Kater. Das ist echt schon ein bisschen auffällig. Okay, Kater, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zu Dr. Zero, okay? Ja. Okay, wir haben jetzt ein paar Verdächtige. Eigentlich haben wir als Verdächtige auf jeden Fall den Gärtner, dann den Koch, dann die Frau und dann die zwei besten Freunde von Mr. Hugo. Also ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Wir haben ja auch richtig viele komische Sachen gefunden, wie zum Beispiel bei diesem Colonel haben wir jetzt noch Rattengift gefunden und der andere, naja, der Bruder hat jetzt eigentlich nicht so viele böse Sachen über seinen Bruder erzählt. Also ich bin mir echt nicht ganz sicher, wer, naja, der Täter sein könnte. Das stimmt, Carter, aber ich glaube, ich weiß schon, wer es war. Also ich bin mir eigentlich am sichersten, dass es dieser Colonel war, oder? Was würdest du sagen? Ich hätte gesagt, die Frau von ihm war das. Echt? Wirklich? Ja. Okay, okay, warte mal. Wir schauen mal, wen wir hier auswählen können. Und ja. Oh, wir können ja wirklich jetzt hier alle auswählen. Oh nein! Okay, Kater, wer denkst du denn, naja, war der Mörder? Ich bin mir echt nicht sicher. Also der Koch, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das war. Vor allem, weil der Koch halt meinte, dass, naja, dieser Mr. Hugo seine Angestellten wie Freunde behandelt hat. Dann der Gärtner, ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat ihn halt aufgefunden. Das ist ein bisschen seltsam. Das stimmt. Dann haben wir halt noch die Scarlett. Und naja, vielleicht war die ein bisschen traurig, dass halt ihrem Ehemann nur gearbeitet hat. Das kann auch sein, ja. Und dann haben wir halt hier noch den Thomas Bomington. Das ist ja der Bruder. Und dann haben wir halt ja noch hier die zwei Freunde. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, Kater, das war die Frau. Sicher? Hundertprozentig? Ja, ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Wir können mit Dr. Zero reden. Hallo, Dr. Zero. Okay, der Dr. Zero hat uns nochmal erzählt, dass, naja, der Grund von dem Tod von Mr. Hugo auf jeden Fall Rattengift war. Und ich meine, es könnte schon sein, naja, dass vielleicht in der Parfümflasche irgendwie Rattengift drin ist. Warte mal. Ja gut, Red Poison haben wir hier und dann haben wir halt hier dieses komische Parfüm. Schau mal. Oh, das stimmt. Ich glaube, Kater, die Frau von ihm hat in sein Parfüm, naja, Rattengift reingemacht. Und hat ihn dann vergiftet. Ich glaube, das kann wirklich gut sein. Okay, wollen wir uns dann für die Frau entscheiden? Ja. Okay, okay, dann entscheiden wir uns mal zusammen für die Frau, okay? Ich nehme die Scarlett. Und zack. Wir haben es falsch gemacht. Moment mal, ich dachte, die Frau wäre der Mörder gewesen. Nein, wirklich jetzt? Och, Mann, ich dachte... Oh, ich weiß es nicht. Oh, nein, wir waren falsch. Och, Mann, dann war es bestimmt dieser Colonel oder so. Ja, das kann sein. Okay, wir haben uns im Endeffekt dann doch nochmal für Colonel entschieden. Also, wie ich es eigentlich von Anfang an behauptet habe. Der hat richtig komisch, naja, beantwortet die Fragen. Das stimmt. Du bist eine richtig gute Detektivin, Carter. Das stimmt. Und der Colonel, naja, der sitzt jetzt halt im Gefängnis. Und du kommst echt nicht so schnell wieder hier raus. Nein, 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 nein. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Das schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!